Vielen Dank für Ihre Zeit. Bevor Sie gehen, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Aber natürlich. Mir ist bekannt, dass Sie sich im Besitz eines Alethiometers befinden. Wie konnte er das wissen? Ja, möchten Sie es sich ansehen? Sehr gern, danke. Sieht das nicht uns, nimmt das. Ah, fantastisch. Wenn ich dir raten darf, lass dich von niemandem in der Stadt mit diesem Gerät sehen. Besitzt du auch das Buch der Deutungen? Leider nein. Aber ich kann es auch ohne lesen. Tatsächlich? Dürfte ich das mal sehen? Was möchten Sie es denn gerne fragen? Was sind die Absichten der Tataren bezüglich Kamtschatka? Was? Kamtschatka oder wie auch immer. So, Frage. Fragen über Fragen. Ah, Tschornkönig. So, London waren wir ja. Das haben wir auch schon. So, der Inspektor. Ah, da, hier. Asien. Ein Elefant könnte aus Asien stammen, da. Gastfreundschaft. Wer hat Gastfreundschaft? Ah, greif nieder. Schundenglas auch nicht. Die Sonne ist gastfreundlich. Was ist ein Zaungarten? Nee. Gastfreundschaft. Madonna. Vielleicht. Keine Ahnung. Tut mir leid, wenn das. Ja. Das könnten wir gleich vergessen. Okay, das erste war noch gut, aber dann... Das sah eben ziemlich kompliziert aus. Jo, würde ich auch mal sagen. Also Asien kann Gastfreundschaft, das ist schon mal falsch. Oh, der Vogel, das Baby. Zukunft, Formbarkeit steht für Geburt. Gastfreundschaft. Anker steht wahrscheinlich für Standfestigkeit auch. Die Biene ist gastfreundlich. Engel. Okay, versuchen wir es mal mit der Biene. Und die Asien. Was könnte Asien sein denn? Ein Chamäleon. Formbar. Ein Stier. Asien. Hier auf jeden Fall nicht. Die Eule, Anker, Hoffnung, Biene, Füllhorn, Kamel. Könnte Asien sein, aber wir wissen es nicht. Ja, Kreuz. Oh, okay, richtig. Haben wir schon wieder einer. Das war schon ziemlich gut und wir werden weiter kämpfen. So, die Leertaste auch schon gedrückt. Ich wusste, dass ich dahinter komme. Die Tataren werden einen Angriff vortäuschen, aber einen Rückzieher machen. Sie werden sich nicht zu einem vollen Angriff hinreißen lassen, weil sie sonst zu weit verstreut wären. Es sagt, sie werden einen Angriff vortäuschen, aber ihn nicht wirklich durchziehen, weil es zu weit weg ist und sie sonst zu weit verstreut wären. Interessant. Ich danke dir. Darf ich noch eine weitere Demonstration sehen? Na klar. Draußen befinden sich einige Bogen. Kannst du denjenigen ausfindig machen, den Serafina Pekala benutzt hat? Sicher, ich denke schon. So, wir müssen ausfindig machen, wer hier. Och. Es wird schwierig sein, den richtigen zu finden. Wir sollten das Alethiometer befragen.
Ja, fangen wir mal an, wie das Aletheometer. Aletheometer. So, welcher Bogen? Oh Mensch, nur noch einer. Die Natur ist auch für Baum. Ist ganz klar Baum. Alchemie. Könnte der Kupferkessel sein. Natur ist nicht der Baum. Was denn? Der Apfel oder was? Oder die Weltkarte? Da kann. Ah, der Globus. Kann natürlich auch sein, ne? Nun weiß ich es. Vertrauen deinen Instinkten. Du wirst dich nach dem Richtigen ausstrecken. Wissen Sie, wer dieses Kind ist? Wie meinen Sie das? In einer Prophezeiung sprechen die Hexen über eine Auserwählte. Ein Mädchen, das die Welt retten soll und alles Leben. Und Sie meinen, die Prophezeiung trifft auf Lyra zu? Ja, in der Tat. Die Prophezeiung sagt aber noch etwas. Sie muss ihr Schicksal in Ahnungslosigkeit ihrer Handlungen erfüllen, denn nur ihr Unwissen wird uns retten. Verstehen Sie das? Nein, das kann ich nun nicht behaupten. Es bedeutet, dass es ihr freigestellt sein muss, Fehler zu machen. Natürlich dürfen wir darauf hoffen, dass sie keine macht, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu lenken. Ich glaube, das ist der Richtige. Ich bin sehr beeindruckt. Hier, nimm diesen Glücksbringer. Ah, gutes Dankeschön. Kummer. Bevor wir uns verabschieden. Nun, wenn. Ich dachte, warum? Ich will aber. Und. Netzig. Nun. Tut nett, ich muss geschwind etwas machen. Ich bin gleich wieder da. Bis bald. So, wieder zurück und. Es hat aufgehört, die. Sprüche hier. Und wie vielleicht hört, bin ich am Schokolade essen. Sollte vielleicht nicht stören, aber man weiß ja nie, ne? Ja, Jurek ist ein gepanzerter Bären. Er müsste gerade dort sein. Oh, dieses Summen würde ich jederzeit wiedererkennen. Ah, hier ist ein Versteck. Bist du wer irgendwo hier? Yorick Burnison, kann ich mit dir sprechen? Wir wollen dir Arbeit anbieten. Die habe ich bereits. Ich arbeite für die Menschen in der Stadt. Doch was für eine Art von Arbeit ist das, ferne Panzerbjörn? Yorick Burnison, warum verschwendest du deine Zeit hier? Ich bleibe. Denn die Leute hier gaben mir Schnaps zu trinken, bevor sie mir meine Rüstung wegnahmen. Der Krieg ist wie das Meer, in dem ich schwimme. Und ohne meine Rüstung bin ich ein Niemand. Die Rüstung eines Bären ist seine Seele, so wie dein Daimon deine ist. Wie schrecklich, dass du deine Rüstung verloren hast. Ich hatte nichts weniger verdient. Ja, okay, du gegen einen kannst anderen Bären habe ich gekämpft und habe versagt. Schön. Schade. Mit ihm im Schlepptau hätte ich mich um einiges wohler gefühlt. Was meinen Sie? Die Bevölkerung wird sich sträuben, ihm nur wegen uns seine Rüstung zurückzugeben. Na, sei's drum. Wir schaffen das schon. Ich sehe dich beim Schiff, junge Lady. Wir müssen ihm helfen, seine Rüstung zurückzubekommen, Pan. Frag doch das Aletheometer.
Das werden wir machen. Fragen. Das ist jetzt auch nicht toll, sind zu flammig. Vorbeugen. Wie beugt man denn vor? Versuche es später nochmal. Ja, okay, viel geschlagen, verdammte Kacke nochmal. Ah, die Zuflucht. Was ist denn das Ding da unten? Komm jetzt runter. Die Marionette ist keine Zuflucht. Die Kerze, der Anker. Vorbeugen, was beugt man denn vor? Och. War das Chamäleon? Vielleicht könnte sein, weiß kein Mensch. Ja, falsch, falsch und richtig. Kompliziert. Ich versuch's später nochmal. Vorhin war's besser. Ich muss mich konzentrieren. Ich weiß, dass ich es begreifen kann. Komm mal an einem Pack Zuflucht. Ach, komm. Und vorbeugen, was beugt man denn vor? Ein Stier? Ein Pferd? Vorbeugen, ein Helm. Aber der hat ja Schutz schon. Falsch. Auch falsch. Vorbeugen. Man beugt oft mit einem. Ich kann einfach nicht klar denken. Die Nadel bewegt sich immer weiter. Das ist gar nicht so schwer. Jo, sie befinden sich im Keller des Magisterium. Oh, nee,
Magisterium. Doch, Magisterium-Gebäude ist der Stadt. Und wo ist das Magisterium-Gebäude? Ja, das könnte man gerne fragen. Wo ist das Magisterium-Gebäude? Ich brauche schnell einen Gegner.